We just wrapped up a construction project. Alles klar. Weitere Gegenstände verfügbar, Forderung spielt wieder voll. Warum ruckelt das schon wieder so? Und damit herzlich willkommen zurück zu State of Decay Breakdown. Tja. Was machen wir nun? Wir gucken mal, ob der Freak immer noch vor der Tür sitzt. Hallo? Alter. Leck des Todes auf jeden Fall. Das ist ja furchtbar. Hey, check your map again. Ja. Keiner da? Das ist aber merkwürdig. Freunde in Not. Alles klar. Da hinten ist ein Fremder in Schwierigkeiten, da hinten ist ein Infektionsherd. Okay. Da hüpfe ich jetzt mal nicht so runter. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Infektionsherd entdeckt. Hey. Och, leck mich doch am Arsch. I'm on the move. Okay, watch yourself out there. Fall runter. Ciao. Ich glaube, es hackt. So, Verbündete und Schwierigkeiten, das kann ja nichts Gutes sein. Wir sind im Breakdown, das kann grundsätzlich nichts Gutes sein. Ciao. Hi. Ciao. Hey, just hang in there, okay? Hi. Hier. Yeah. Oh, das wollte ich gar nicht. Grab it. Ich will eigentlich hier mit ihr reden. Warum geht das nicht? All right, you're safe. Let's go. Let's go. Yes, I've taken up enough of your time already. Let's get out of here. Ja, es wird hier den Überlebenden. Moment. Ich habe noch was zum Durchsuchen gefunden. Oh, es ist Nacht. So dunkel ist es eigentlich gar nicht. This is good, right? I mean, it doesn't suck. Naja. So, mein Pickup, sehr gut. Jo, schwingen Sie sich mal hinten drauf, junge Dame. Wir hauen jetzt ab. Müssen wir überhaupt? Ja, doch. Okay. Ja, doch, ist die Kirche. Okay. Nicht, dass der jetzt wieder woanders hin will. Ja, schalte mit T die Scheinwerfer ein. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Hi Trio, die Damen und Herren. So, einmal rein in die gute Stube, die Dame. There you go. Okay, that's all we need. Yeah. Okay, Adita geborgen. Okay. Ja, das Wohnmobil sind wir noch vorbereitet. Ja. Gut. Wir brauchen dringend was zu essen. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Kannst du mitkommen, sag mal? Good to see you. Adita Juarez hat keine Lust. Hi. Anderson Altman hat Lust. Ja, ja. Komm mal mit. Munition für die Knarre haben wir nicht. Eine andere Knarre haben wir auch nicht. Natürlich eher suboptimal, aber. Have you looked at the streets lately? It's like every day is zombie pride day. I'm on the move. The sooner the better. Die Aussage. Zombie Pride Day. Okay. Kann man es natürlich auch nennen. Wo ist denn eine Zombie-Horde? Ich hätte es wissen müssen. Okay, pass auf. Huch, Alter. Ich weiß nicht, warum das hier dauernd so ein bisschen rumspackt, ne? Keine Ahnung. So, was haben wir denn da für einen? So ein Dickwanst. Ciao. War zum Glück kein Koloss. Vor dem hätten wir abhauen müssen. Ajo. So, wir müssen da hinten. Ah ja, Life Size. Mhm. Only at Jurassic Junction, alles klar.
Wir müssen da ja hin. Von daher, was ist da für ein Freak? Ich sehe niemanden. Warte, hier geht irgendwo ein Weg rein. Ach, da. Cool, den habe ich gar nicht gesehen. Hallo Zombie-Horde. Immer ran da. Ein Speck. Oder du noch. Und ihr noch. Gibt's hier hinten überhaupt was? Nö, ist einfach nur eine kaputte Hütte, wie es scheint. Mit einem schönen Graffiti. Oh, hi. Geh mal weg. Gut, dann fahren wir wieder. Im Dickicht kann man bestimmt nach Nahrung suchen. Hi. Ach da. Okay, stelle ich mir die Karre hier hin. Und wir suchen mal. Das ist ein schöner Koffer, der da steht. Wollte ich nochmal angemerkt haben. Ich meine ja nur. Medikamente. Ja. Natürlich. Das war natürlich wieder so ein Zombie angescheißert, weißt du? Schnauze, Kumpel. Hallo? Durchsuchen. Danke. So. Hätten wir den. Da hinterm Baum ist einer. Ja, hör auf rum zu. Alter, guck mal, da guckt noch der Totenkopf aus dem Jeep raus. Wie geil. Eine Machete und ein. Ach, ein großer Rucksack. Ach, schön. Das will ich haben. Hallo, Freunde. Na ihr? Zweimal zugehauen, zweimal tot. Sehr gut. Ob das gut ist, weiß ich nicht, aber... Wobei doch, so eine Machete und so ein großer Rucksack, damit können wir schon was anfangen. Ich steig mal kurz ein hier. Ja, sei ruhig. Geh von der Tür runter. Geht doch. Ach, guck mal, da ist auch der Freak. Huch. Lass das mal. So, wir müssen immer noch hier lang weiter. Hm, ist es da oben schon? Da oben ist es. Yay. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Eher nicht so. Hallo, Freunde. Wie ist das Wertebefinden? So, erstmal hier ein bisschen reinfahren, ne? Erstmal hier, pass auf, hier. Ciao. Hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Kann man hier noch so ein bisschen für Ordnung sorgen. Sag das mal, ihr Freaks. Also, sind ja keine Freaks. Aber weißt du schon. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Rambazamba. Hallöchen! Blümchen? Wirklich? Blümchen? Euer Ernst? Huah! Wir sollen das Gebiet säubern, habe ich gehört. Alter, was ist denn hier los? Ja. Hat zwar Munition mit, aber nachladen ist nicht so. Wollt ihr jetzt nicht vielleicht einsteigen und einfach abhauen oder so? Gut, dann töten wir halt noch ein paar Zombies. Ciao. Tschüss. Geh doch von der Scheißtür runter. Wann ist denn dieses Kackgebiet endlich gesäubert? Wie viele denn nur noch, Freunde? Was ist denn hier los? Patz. Patz. Lass das. Viele. Nein, lass das. Au. Gebiet ist immer noch nicht satt. Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Ciao. Jetzt ist mir langsam zu blöd hier. Shit like that better not happen again. Glad he came by. Fact is, we're never gonna last on our own.
Mal mitkommen. Finde ich gut. Bring die Überlebenden nach Hause. Jupp, dann immer mal herkommen hier. Steig ein, Kumpel, ist Platz. Steig ein. Hallo. Einsteigen. Ne, geht doch. Nix wie weg hier. Alter. 3 Millionen Army-Zombies hier unterwegs, weißt du? Natürlich. Ciao. Na, warte, dich nehme ich auch noch mit. So völlig stumpf einfach so. Plopp. Plopp. Oh, Zombie oder Greifhammer. Ja. Geil. Sogar noch zwei. Natürlich. Clio. Du könntest jetzt mal ein Maschinengewehr abwerfen. Das wäre ganz toll. So eine Kacke. Na gut, wir gucken, dass wir nach Hause kommen und dann, werden wir wahrscheinlich alle sterben. Weil zwei Zombie-Horden unsere Heimatbasis angreifen. Zwei! Verdammte Kacke. Wie will das denn gehen? Hallo, Zombie-Horde. Es ist doch nicht viele denn nur noch. Naja, meckert man nicht hier. Beschwert euch nicht. Ciao. Garrett hat den Weg gezeigt. Pet Garrett. Okay, der war schlecht. Kreischauer! Einfach mal runter. So. Warum stand der einfach mitten auf der Straße? Keine Ahnung. So, wir bringen mal die Überlebenden nach Hause hier. Eieiei, war ich erschrocken. Das war mein... Alter, was ist denn hier los? So, Nummer 1 ist down. Ach, Moment mal. Jaha. Ja. Guten Morgen. Ja. Der ist wieder unten. Ja. Habe ich schon. Ja. 4 irgendwas? Bis später. Ja. Tschüss. So, da bin ich auch schon wieder. Alles easy soweit? Ist hier noch irgendwo jemand? Oder wie sieht's aus? That's the kind of shit I like to see. So, neue Gesichter. Hey! Ich bin immer noch nichts zu fressen. Scheiße. Wir haben einen großen Rucksack. Den benutzen wir mal. Dann packen wir den mal weg. Die packen wir mal weg. Da haben wir noch ein paar Schuss drin, wie es aussieht. Die können wir mal... Benutzen wir die oder... Ne, wir benutzen den. Okay. Zwei Medizin. Ja, Snacks haben wir keine mehr. Okay, das war's soweit. Mehr haben wir im Moment nicht. Wir gucken mal. Alle lassen sich die gleichen Tattoos stechen, um Solidarität mit der Gemeinschaft zu zeigen. Wie krass ist das denn? Fitnessplan. Plus 10 Ausdauer für alles. Wie krass ist das denn bitte? Hier, das können wir mal machen. Ist zwar die letzte Munition, aber... Du hast viele Leute hier. Also, weißt du, wenn du claim dibs on some of the better gear, nein. I don't think anybody'd mind. Ich will nach Nahrung fragen, verdammt. Mann, blöd. So. Wir könnten hier auch einen Garten einrichten. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber da brauchen wir wieder Materialien für. Die haben wir nicht. Warum wir die wohl nicht haben? Ja. So eine Kacke. Vielleicht weil ja alles voll mit Scheiß-Zombies ist. Vor allem alles voll mit diesen behinderten Army-Freaks. Und zwar dauernd. Furchtbar. Ratschlag mehr Außenposten ein. Ja, gerne. Weg, weg, weg. So. Wow, wir haben ganze 3 Schuss in der Knarre. Na gut, ist besser als nichts, ne? Kumpel, bist du da? Hey, don't be shy. I'm very approachable. Yeah. Hä? Mir hat ein Zombie rumgekreischt, glaube ich. Ach, da. Ja. Ciao. Tschüss. Bin mal weg.
keine Lust, mich mit dir rumzustreiten. Ich werde zur Tanke fahren wollen. Muss ich zugeben, wir fahren mal zur Tanke und gucken, ob wir, was wir da plündern können. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Es ist 5 Uhr morgens, nein, 6 Uhr morgens, das ist schon fast. Und ich nehme hier gerade auf, bevor ich zur Arbeit gehe. Was schlau ist, aber ich habe keine Folgen mehr. Ich habe nichts mehr auf Lager. Bin ich dazu gekommen, dass ich spätestens um 8 Uhr abends ins Bett gehe. Na komm, zack, wo soll ich die ganze Zeit schon mal machen? Ah, jetzt die Scheißtür auf, endlich. So, hi. Durchsuchen wir mal, wa? In der Hoffnung, dass wir ein bisschen Nahrung finden, vor allem. Aber das sieht doch ganz gut aus, oder? Da liegen doch Snacks rum und so. Breakfast, was? Mayhem? Keine Ahnung. Oh, hey, Snacks. Hey, traumhaft. Unsere Hilfe wäre gefragt. Ja, ja. Moment. Ich bin gerade beschäftigt, nicht? Hey, 3 Aspirin. Scheiße. Gut, ich meine, ist auch nicht schlecht, ne? Aber guck mal, da können wir Zeitungen mitnehmen, das ist auch toll. Und Bücher. Können wir verbrennen, wie bei The Long Dark. Können wir verbrennen. Ja. Natürlich. So, hier stehen Bücher rum. Und ist das Medizin? Was sind denn die kleinen Dosen da? Keine Ahnung. Snacks. Und Tussin. Ist das ein Frauenmedikament? Okay, der war fies. Gut, wir finden wenigstens ein bisschen Treibstoff. Das ist ja schon mal ein Anfang. Eigentlich nicht, aber naja. Scheißegal. Wird auch nicht viel sein. Benzinressource. I'm loaded up. Das war's schon. So eine Scheiße. Huh. Ach, Alter. Du Vollidiot. Oh, guck mal. Ein dicker. Patsch. Alter. Der wegfliegt, ne? Also die Physik ist schon bemerkenswert. Dass er so wegfliegt einfach. So viel haben wir ja nicht gefunden. Yeah. Oh, das ist freundlich. So ein kaltes Bierchen wäre jetzt geil. Da liegt noch eine Zombie-Leiche. Some stuff, man. So, wir haben 10 Benzin. Hey, wir brauchen ja nur 25. Man sollte eigentlich meinen, man kriegt aus einer Tankstelle... Guck mal, da hinten läuft jemand ohne Arme. Man sollte eigentlich meinen, man kriegt aus einer Tankstelle mehr als 10 Benzineinheiten, oder? Naja. Ich werde auch probieren, ob man aus den Zapfsäulen noch was rauskriegt, ehrlich gesagt, ne? Dass man da einfach noch irgendwie was rausgequetscht kriegt. Warte mal, wo war denn der Typ, der unsere Hilfe braucht? Der war hier irgendwo. War der nicht hier oben irgendwo? Ich könnte schwören, der war hier oben irgendwo. Bin ich blöde? Also, ja, schon, aber... Na klar, da oben. Ach, diese Richtung. Ja, toll. Die Felswand hoch, natürlich. Kacke. Warte mal, kann ich hier durch? Kann ich natürlich nicht. Ja, toll. Warte mal. So, hier vorbei, hier rum, da rum. Halt, Stein, Vorsicht, hier lang. Halt, Zaun im Weg. Alter. Hep, und hier lang. So, hier müsste der doch sein. Hier in dieser Felsritze, da. Genau, hier ist er. Zombies up ahead. Hi. Nummer 1, Nummer 2. Was ist mit dir los? Geh mal weg, Zombie. Yeah. Wie heißt denn der? Jorge Gonzalez oder was? Keine Ahnung. So, das war übrigens Infektionsherd, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und er hat seinen Rucksack hier stehen lassen. Klar, die Knarre hat er mitgenommen. Scheinbar hat er die Knarre nicht mitgenommen. Gut, finde ich... Ach, da ist der Infektion. Gott. So ein Army-Zombie können wir vernichten. Ja. Easy. So, warte mal. Ich muss hier erstmal die Karre wieder herauskriegen. Hüppa. So, hier lang und hier lang. So, rückwärts fahren ist natürlich nochmal eine Stufe schwieriger.
Erstmal den Zaun mitgenommen. So. Okay, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, das ist schwieriger? I've got some ideas for how to improve this place. We need some more sleeping space. People are already sharing beds and shit. Now I've drawn up some basic plans, but we'll want to get on this in a hurry. People are already talking about this. Ja, ich weiß. Okay, ja, du bist überlastet. Bin ich gar nicht. Okay, ich muss mich ein bisschen ranhalten, von daher bis zur nächsten Folge. State of Decay Breakdown. Tschüss.